So, aus China habe ich eine Schleimmaker-Maschine bestellt. Oh, da freue ich mich so drauf. Der Versand hat so lange gedauert. Die öffnen wir jetzt mal, Lucky. Vorsicht, hey, deine Füße. Hey, pass doch auf. Vorsicht, deine Füße. Ja, ja, ich gehe ja schon beiseite. Wir öffnen das Ganze mal jetzt auf die Schnelle. Und holen das gute Teil mal raus. Das hier ist die allererste Schleimmaschine, die ich je gesehen habe. Die sieht aber für eine Schleimmaschine sehr komisch aus. Ja, Lucky, lass dich von dem Aussehen nicht täuschen. Da drin ist ein Schleimmixer verbaut. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da kann man sehen, Schleim wird ihn dann später aus der Nase, aus allen Poren rauslaufen. Und das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Da im Innern ist ein Mixer drin. Und da haben wir auch ein paar Schleimfässer, wo unser Schleim dann später reinkommt. Aber erst einmal machen wir das Ganze mal auf. So, den Schritt des Rausholens haben wir ein klein wenig übersprungen. Und da haben wir das gute Teil mal. Ich glaube, ich habe bereits schon alles rausgeholt. Oder Moment mal, da im Innern ist etwas noch drin. So, auch das holen wir mal raus. Mischer für den Bauch. Aha, und da im Innern sehen wir den Mixer. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Bei den einen oder anderen hat ja damals in den Kommentaren, habe ich gelesen, hat es nicht geklappt, Schleim selber zu machen. Und wir schauen mal, wie einfach es mit diesem Mixer gehen wird. So, an diesen Poren, da kann man eventuell Schleim reinstecken und dann draufdrücken und das wird auf jeden Fall ziemlich eklig aussehen. Aber das, was mir am allermeisten gefällt, ist das hier an seinem Kopf. Da steckt man da raus, da stopft man mit Schleim voll und reindrücken. Und dann kommt dieser Schleim aus seiner Nase raus. Das wird auf jeden Fall lustig aussehen. Na, Jumanji, welchen nehmen wir? Welchen hättest du denn gerne? Eigentlich ist mir egal. Hauptsache, wir fangen jetzt schnell damit an. Na gut, ich würde mal sagen, wir nehmen hier den grünen. Da haben wir die Anleitung. Wir schauen da ganz kurz mal rein, also lange werden wir das Ganze nicht lesen. So, das sind ein paar Karten. So, ein Schwamm zum Saubermachen. Damit sollte man überall rankommen. Und hier ein paar Karten. Das hier sind, Freunde, auf jeden Fall Rezepte, wie man verschiedene Schleimarten selber machen kann. Natürlich mit unserem neuen Mixer. Eis irgendwas. Und das ist, was mir ganz besonders gefallen hat. Dancing Worms. Auf jeden Fall tanzende Würmerschleim. Das Interessante ist, dafür braucht man gekochte Spaghettis. Oh, das ist ja cool. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Also, unser Mixer. Was haben wir denn da so? Ein paar Knöpfe. Hier soll er, wenn man drauf drückt, pupsen. Und wenn man auf seinen Bauchnabel drückt, schaut euch mal an. Der Mixer geht an und er flattert so noch schön hinten mit seinen Flügelchen. Auf jeden Fall ziemlich krass, nicht wahr? Wir holen jetzt auf jeden Fall die Zutaten für unseren ersten Schleim raus. So, Deckel kommt weg. Aha, oh, da haben wir einen kleinen Becherchen mit Pulver. Wieso ist der? Ich dachte, dieser Pulver wäre grün. Naja, jedenfalls, Freunde, wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie man tanzende Würmerschleim macht, dann lasst uns zusammen 500 Likes sammeln und auf jeden Fall abonnieren, sonst verpasst ihr das Video noch. Aber heute habe ich keine Spaghetti zur Hand, das wird im nächsten Video sein. Öffnen wir das Ganze mal. Okay, da haben wir unser Pulver. Schon interessant, dass aus so einem Pulver Schleim entstehen kann. Natürlich brauchen wir ein klein wenig Wasser. Hier ist angezeichnet, bis wo man Wasser befüllen kann, an diesen Pfeil. So, Maul auf. Und schön fleißig alles austrinken. Trink, 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 trink. So, super. Und das Interessante ist, wenn man an seinen Hörnern dreht, schaut euch mal, seine Augen drehen sich mit. Apropos Augen, hier Jumanji. Augen? Was soll ich damit? Und nimm den. Oh, komm schon, hilf mir doch mal. Ja, ja, schon gut. Was ist los? Ja, ich möchte, dass mein behaarter Kokosnussfreund auch heute anschaut, wie man Schleim mit diesem Mixer herstellen kann. Du willst, dass ich die Augen an seine Kokosnuss dranklebe? Ja. Yep. Wäre doch viel lustiger, wenn wir die an dich drankleben. Nein, nein, an meinen behaarten Freund. Na gut, dann machen wir das mal. Ein klein wenig Heißkleber. So. Ein Auge ist bereits dran. Und jetzt noch eben schnell bei dem zweiten Auge. Auch Heißkleber. So, müsste lang. Und das zweite Auge kommt hier dran. Also Lucky, und? Bist du jetzt zufrieden? Ja, aber behaarter Bonbon, Name ist nicht so cool für ihn. Hat jemand eine Idee, wie ich ihn nennen soll? Schau mal, wie sein Auge wackelt. Ja, aber hilf mir mal bei einem Namen. Mir fällt auch momentan ehrlich gesagt nichts ein. Freunde, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie wir meinen neuen besten behaarten Freund nennen werden? Gib mir einen Kuss, Lucky. Nein, ich gebe ihm keinen Kuss. Wir machen mit unserem Schleim mal weiter. Ihr könnt auf jeden Fall ein paar Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wir kippen das einfach da mal rein. So, hey, im Innern sehe ich, das Ganze ist ja sofort pink geworden. Boah, ziemlich interessant, aus weißem Pulver, in Berührung mit Wasser wird das Ganze sofort pink. Und wir drücken mal auf seinen Bauchnabel. So, der Mixer ist an
Das Ganze stand in der Beschreibung 3 Minuten lang. Ich darf dir jetzt nichts drücken, also nicht, dass es ausgeht. 3 Minuten lang musste das Ganze umrühren. Und der Kokosnuss beobachtet uns auch. Ich glaube, dem gefällt auch das Video. Und ich glaube, der überlegt sich, was für einen Namen er hat. Und übrigens, Jumanji, sollte der Schleim nicht grün sein? Hey, tatsächlich. Eigentlich habe ich doch den grünen Schleim gewählt. Keine Ahnung, woran es liegt. Und wirst du jetzt auch Spaghetti reinpacken? Lucky, diesen Rezept werden wir vielleicht im nächsten Video machen, denn momentan habe ich einfach keine Spaghetti. Oh, schade. So, der ist immer noch schön mit seinen Flügeln am Flattern und am fleißig Mixen. Und wenn es dauert, dann könnten wir uns ja so lange ein bisschen mit Süßigkeiten vollstopfen. Das ist eine gute Idee. So, ein kleiner Schnitt. Aha. Oh, übrigens, schaut mal. Der ist stehen geblieben. Also, da im Innern sehe ich noch ein paar Bläschen platzen. Schauen wir mal kurz rein. So, aber das Ganze ist noch ziemlich flüssig. Jetzt muss ich 15 bis 20 Minuten lang warten. 2 Bonbons? Aha, fair. Fair? Und was ist mit meinem neuen Kumpel? Der Kokosnuss will bestimmt kein Bonbon. Oh doch, der will ganz bestimmt ein. Jumanji, vertrau mir. Na gut, dann legen wir einen dritten. Also, jedem ein. Moment mal, ich pack die mal eben kurz beiseite. So, Freunde, ich habe immer noch keinen Bonbon bekommen. Wir haben da solche 3 Teile übrig gehabt. Die sollte man eigentlich vorher in das Wasser mit reinschmeißen, damit es beim Mixen das Ganze einfach ein klein wenig verteilt. Oh, ihr seht, da bewegt es sich ganz leicht. Aber auf jeden Fall, es geht nicht mehr, denn es ist nicht mehr flüssig, sondern es ist schon bereits schleimig. Ja, schleimig. Also, es wird Zeit. Ich freue mich da so sehr. Und ich erst. So, einmal noch an seinem Horn drehen und wir schauen da mal rein. Okay, ja, ich habe ein bisschen angetestet. Es ist auf jeden Fall fest, aber auch ziemlich feucht noch, ehrlich gesagt. Wie holt man das denn da raus jetzt? So, macht man die Zunge hoch. Ich mache das so mit der Hand. Wie man sehen kann, es ist noch immer noch ziemlich feucht. Ich glaube, wir müssen da vielleicht noch 10 Minuten mal warten. Aber ich hole den erst einmal raus. Oh, der Mixer war ja ganz Zeit an. Jetzt dreht er auch erst. Ah, naja. Schaut mal, meine Hand ist ziemlich nass. Aber echt komisch, ich habe grünen Schleim ausgewählt mit schwarzem Deckel und da kommt ein pinker. Dann muss wahrscheinlich in der schwarzen Dose oder in der lilanen Dose der grüne Schleim drin sein. Auf jeden Fall, es sieht schon irgendwie eklig aus, aber es fühlt sich echt interessant an. Es fühlt sich ganz anders an als der Schleim, den ich immer gemacht habe. Ich muss schon sagen, es ist immer noch viel zu feucht. Ich hole mal einen Behälter und das Ganze kommt dann nochmal für 10 Minuten rein. Dann sollte das Ganze viel fester werden. Ich lasse das ein klein wenig trocknen. So, ein bisschen Zeit ist vergangen, wir fangen damit an. Also der ist noch ein bisschen klebrig, ich denke mit der Zeit wird er immer fester, aber wir werden nicht so lange warten, wir fangen jetzt ein klein wenig an und schauen, was die Schleimmaschine alles noch so kann. So, da packen wir den Schleim rein und drücken da so gegen. So, sieht schon irgendwie ekelhaft aus, nicht wahr? Man sieht, wie der Schleim durch die Poren rauskommt. Also ich finde das klein wenig ekelhaft. Uah. Und hier machen wir mal weiter. Das ist, worauf ich mich ganz besonders gefreut habe. An seinem Kopf. Das Teil haben wir rausgeholt. Schleim kommt rein. Und wir schieben es wieder rein. So. Aha, muss man ein bisschen gegendrücken. Und schaut mal, auf seiner Nase kommt das raus. Uah. Ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Hey Jumanji, kriege ich noch ein Bonbon? Wieso schaust du ihn an? Ah, da bist du ja. Oh, ich habe mich ja voll verwechselt. Lucky, das war nicht witzig. Na, ihr seht aus wie Zwillinge. Bloß aus deiner Nase steckt ein bisschen mehr was raus. Hey, das war aber gar nicht nett. Das sollte auch nicht nett sein. Na, hast du noch ein Bonbon? Nein, Lucky, du kriegst keinen Bonbon. Ziemlich frech und will noch ein Bonbon. Holen wir mal den raus hier. Ah, voll eklig. Hey, da oben haben wir ja noch was auf dem Kopf. Wir müssen das Ganze komplett heute austesten. Okay, das machen wir mal. So, das machen wir mal auf. Schleim kommt oben mal drauf. Und jetzt drücken wir das mal zusammen. Also schon auf jeden Fall sehr interessant. Und du hast das Beste vergessen. Und zwar? An seinem Popo. Ah, genau, da hat er ja ein Schwänzchen. So, Schwänzchen kommt runter. Ich glaube, er hat gepupst. Ich muss weg hier, pfui. So, nein, der hat nicht gepupst. Schleim kommt drauf. Und jetzt drücken wir das Ganze mal fest. So, ja, da kommt ziemlich viel raus. Also Freunde, so sieht unsere Schleimmaschine aus. Ist auf jeden Fall alles komplett voller Schleim. Da haben wir noch 2, ich hoffe, die sind in anderer Farbe. Und ganz wichtig, wenn ihr Lust habt auf diesen Schleim mit den tanzenden Würmern aus Spaghetti, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, ganz wichtig, abonnieren, damit ihr das Video auch nicht verpasst. Solange wir alles vorbereiten, können die Zuschauer ja noch ein anderes Video von uns anschauen.